Wir haben heute in den Landtag einen Antrag eingebracht zum Thema Mietrecht. Wir sind sehr besorgt darüber, wie die neue schwarz-gelbe Landesregierung mit dem Thema Mieterschutz und Mieterrechte hier in Nordrhein-Westfalen in Zukunft umgehen wird. Alle Schutzmechanismen, die die Mieter schützen sollen, beim Thema Mietpreisbegrenzung, beim Thema Zweckentfremdung, beim Thema Kündigungsschutz, will sie ab sofort wieder abschaffen. Das sind alles Instrumente, die wir in den letzten Jahren wieder eingeführt haben und von denen wir der Meinung sind, dass sie sehr wichtig sind, um bestimmte Auswucherungen, Miethaie einzudämmen und in die Schranken zu weisen. Und deswegen brauchen wir das. Wir haben als SPD immer gesagt, das Allerwichtigste in Nordrhein-Westfalen ist Neubau. Wir wollen neue Wohnungen bauen. Das haben wir auch in den letzten 5 Jahren eindrucksvoll getan. Aber wir sagen auch, es gibt immer wieder schwarze Schafe auf dem Wohnungsmarkt, wo wir die Mieter besonders schützen müssen. Deswegen brauchen wir eine Mietpreisbremse, und zwar eine bessere. Und wir brauchen weitere Schutzmechanismen, um eben die Mieterinnen und Mieter in Nordrhein-Westfalen zu schützen. Wir werden uns als SPD weiterhin dafür einsetzen und werden auch in der Opposition dafür kämpfen.